Ja, wahrscheinlich hier. Reite weiter! Aha. Da wären wir. Jetzt besser zu Fuß weiter. Das Gebäude da, okay. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Alter Schwede, ich finde die irgendwie sau langweilig, die Mission bis jetzt. Ist das derselbe? Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Ja, sofort! Reite weiter! So. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Wahrscheinlich gleich rechts über die Brücke. Und dann das kleine Dörflein da rein. Nach rechts, Connor. Nach rechts. Ja, ja. Schon klar. Oh, das wird spaßig. Du, das ist sicher, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nehmen. Geh in Deckung, du Idiot! Alter, ist der irgendwie behindert? Oh! Weißt du, und dann steht er auf hier. Egal. Ja, genau! Okay, du kriegst jetzt meine fette Axt hier zu spüren. Oh! War der Schlag etwas zu heftig für dich? Bam! Haha, erstmal rauspulen. Alter Schwede. Oh Junge, war das schwer zu finden. Ja, ich hab's halt drauf. Komm, dreimal ist eine gute Zahl. Viermal wäre zu viel schon. Macht niemand auf? Doch. Schon wieder derselbe! Das ist doch voll unheimlich. Dreimal derselbe. Ja, wir müssen ihnen entkommen. Schneller. Wir müssen ihnen entkommen. Alter, halt's Maul, klar. Wenn du selber reitest, kannst gerne die Fresse aufreißen. Aber nicht, wenn ich hier... Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Ja, wir hängen hier im Wasser fest. Nee, doch nicht, weil ich's drauf hab. Komm schon. Sei mal nicht so pingelig, Pferdchen, ey. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Ach, von wo aus denn jetzt schon wieder? Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Ja. Du musst nach links, Connor. Nach links und zeig nach vorne. Rechts rum. Kannst dich mal entscheiden? Links. Ja, ja. Reite weiter! Alter Schwede, das gefällt mir nicht. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Ja, und gleich wieder rauf und wieder runter und da oben wahrscheinlich. Ich rate einfach mal, es ist das Haus, was so schön glitzert. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Ja, sehr schön. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Okay, wohin jetzt? Das Hancock-Clark-Haus in Lexington. Alter, ich kann dem Pferd auch nicht die Sporen geben, weil dann der Spasti hinten runterfallen würde. Hm.
Willkommen in Lexington, Connor. Ja. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Pottenhässlich hier. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Mhm. So, was liegt an? Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Hi, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Aha. Und jetzt? Na, was sollen wir jetzt machen? Jawohl, die zweite habe ich geschafft. Ah, okay. Die Mission ist vorbei. Das trifft sich recht gut. Ist erstens schon, naja, früh in dem Fall schon. Und, naja, auf der Festplatte habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Speicher. Deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich muss jetzt gerade mal eben wieder hier in die Steuerung reinkommen, da es für mich schon ewig her ist, dass ich gespielt habe. War in letzter Zeit etwas knapp von der Zeit her alles und wird es auch demnächst wieder sein, leider. Deswegen, ups, oh, auch nicht schlecht. So geht's natürlich viel schneller. Deswegen muss ich gerade mal sehen, hier ist eine Feder, ne? Die will ich haben. Okay, Steuerung kriege ich hin. Kein Ding. Das Problem wird nur sein, dass ich halt in, ja, eigentlich die nächsten drei Monate oder so fast gar nicht zum Spielen kommen werde, was ziemlich scheiße ist natürlich. Deswegen würde ich jetzt eigentlich nur ungern eine Story-Mission machen. Von oben kann ich da, glaube ich, ne? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt Story mache oder nicht. Jawohl, ja. Ja. Nicht. Schauen wir mal. Ich werde jetzt allerdings mal eben erstmal kurz hier durch die Bäume springen, weil ich das immer noch immer geil finde. Aber danach suche ich mir mal kurz. Ja, fallen lassen wir eh. Danach gucke ich. Wow. What? Alter! Scheiß Quicktime-Events, ja. Läuft ja schon mal gut hier. Ja, diesmal. Drecksvieh. Ja, jetzt lauf weg hier oder was? Am Arsch. Nein, doch nicht. Ja, scheiße sowas, ne? Ah, keine Chance hast du. Zack, habe ich hier gleich mal wieder schön Fell. Das war doch erfolgreich. Häuten wir das Vieh mal. Jetzt habe ich schon wieder völlig vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau. Ich würde eigentlich nur ungern jetzt so Story-Missionen fortsetzen, weil ich sonst selbst den Überblick verliere. Aber ich glaube, ich wollte sowieso gerade hier die Story-Mission machen. Ne? Ja. Ach komm, was soll's. Habe ich halt keinen Plan von gar nichts. Auch egal. Auch egal. Ach, und ich wollte noch mal kurz in den Optionen nachgucken. Benachrichtigungscenter. Vollendung. 52%. Hab schon die Hälfte vom Spiel durch. What? Nee, oder? Nee, 31. Was ist das? Animus-Datenbank. Ich wollte gerade sagen, schon die Hälfte durch. Trainingscenter-Optionen. Da dürfte das mit drin sein. Allgemeinsteuerung hat Grafik. Mitwirkende. Allgemein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dauert jetzt gerade mal hier ein bisschen. Nee. Finde ich jetzt nicht. Ist auch egal. Behalte ich auch erstmal für mich. Schaue ich dann anderen mal offline, ob ich das irgendwie gebacken kriege. So, kennen wir das Dorf hier? Ach, genau, das war hier ja
Jetzt weiß ich wieder, wir haben die da alle alarmiert, wurden verraten und jetzt müssen wir dem Dorf hier bei der Verteidigung helfen, glaube ich. Ja, genau. Das war's. Den widerständischen Truppen hier. Ja, der sieht gesund aus. Die Gefechte von Lexington und Concord. Na, dann lass mal hören. April 19, da begann, glaube ich, der Unabhängigkeitskrieg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Standhaft, Männer! Ihr dürft nie... niemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Teufel das hier denn? Haltet eure Position an! Feiglinge! Verräter! Sie kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Uns zur Fahrtmacht kommen und die anderen warnen. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Ja, sieh schon! Na, das war doch mal ein grandioser Start für so einen Krieg. Ne, ich schnapp mir hier das Pferd, sonst bin ich wahrscheinlich zu langsam. Auf! Nach Concord, genau. Ja, guter Start. Mal schauen, wie es in Concord läuft. Wir wollen auf jeden Fall noch den einen Heino da kriegen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Den gegnerischen Anführer da auf jeden Fall. Den Wichser kriegen wir auch noch früher oder später. Bis dahin. Mal schauen, wie wir im Krieg helfen können hier. Was für eine Rolle wir einnehmen. Ich weiß ja noch nicht, vielleicht sind wir ja so letztendlich der entscheidende Faktor, der den Krieg gewinnt oder so, wodurch die Rebellen den Krieg gewinnen. Mal schauen, ne? Oh, hab ich den überritten. Gut. Ist das hier schon Concord? Zivile Geiseln befreien, ja, machen wir. Ach so, da hinten oder was? Ach komm. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Gut, war ein Fehler. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Die Mission kann ich auch jederzeit wiederholen, wenn ich da volle Synchronisation haben will. Reite mein Pferd. Alter, wo ist denn das Ganze? Das ist die Nordbrücke. Ah, okay. Dann scheinen wir jetzt hier im Dorf zu sein. Oder auch kurz vor dem Dorf sogar. Ja, scheiß drauf. Scheiß auf die Geiseln. In Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun?